Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 2 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Und ja, heute fahren wir den Audi TTS. Und ja, der wurde sich natürlich auch wieder gewünscht. Ja, Anna, ist gut. Die hat immer so ein super Timing. Immer wenn ich die Ansage der Folge machen will, muss sie mir reinquatschen. Interessiert mich nicht, Anna. Ja, wissen wir schon alles. Ja, also wir fahren Audi TTS, wurde sich gewünscht, selbstverständlich. Und ja, wünschen, gutes Stichwort. Ich glaube, ich fahre mal ein bisschen, bevor wir hier auf der Stelle einschlafen. Fahren wir einfach mal ein bisschen hier mit dem Serien-TTS. Zwar, in der letzten Folge habe ich ein bisschen ein paar Sachen angesprochen, auch eben mal auf ein, zwei Fragen eingegangen, die sehr oft gestellt werden. Und ja, auch zum Wunschformat des TWIF. Ja, ich möchte hier da eine dritte Runde gehen in quasi TWIF 3.0. Habe da auch schon so ein bisschen angedeutet, wie ich das Ganze vorhabe. Und habe ja auch gesagt, ich möchte gerne so eine Proberunde mal machen. Also quasi eine Beta-Version des TWIF 3.0, also quasi TWIF 3.0 Beta. Und haben auch ganz, ganz viele Leute gesagt, sie sind dabei oder wären dabei. Aber da kam natürlich dann gleich die nächste Frage auf, ja, wann kriege ich denn da mit, wann die losgeht und wie kann ich da mitmachen und. Da habe ich ja schon im Video gesagt, guckt am besten die nächsten Videos an, da werde ich drauf eingehen. Ich sage es jetzt einfach mal, wie es ist. In der Folge wird es noch keine Informationen dazu geben. Ich wiederhole nochmal, keine Informationen zu dieser Beta. Ich bin gerade noch dran an der Ausarbeitung für das neue Formular und wie ich es aufziehen möchte und so weiter. Ich denke mal, frühestens die nächste Horizon-Folge wird soweit sein, spätestens die übernächste. Ja? Also schaltet mal auf jeden Fall nächste Woche ein in die kommende Horizon-Folge. Da werdet ihr dann vielleicht schon was hören, wenn nicht, dann in der übernächsten. Ja. So, legen wir es mal fest, dann wisst ihr auf jeden Fall, dass ihr die nächsten beiden Horizon-Folge mal reingucken solltet. Ich werde das auch dann direkt am Anfang sagen. Ja, also das heißt, ihr werdet dann gleich merken, ob ich dazu Informationen habe oder nicht. Zum Audi TT, ich habe mal geguckt, zwei Leute haben sich den gewünscht. Einmal als Performance-Aufbau, einmal als Drift-Aufbau. Ich versuche jetzt einfach mal wieder, wie ich es schon mal gemacht habe, das Auto erstmal ein bisschen performant zu tunen. Und dann können wir ja mal gucken, ob wir dem dann auch ein paar Drift-Eigenschaften geben können. Das heißt, das Auto soll nicht von sich aus driften können, aber wenn ich es erzwingt, dass er halt trotzdem gut um die Kurven geht. Ich glaube, das kann er gerade jetzt hier im Regen serienmäßig schon ganz cool, wenn ich ein bisschen mit der Handbremse nachhelfe. Kann er das eigentlich ganz gut schon. Nennt sie dann eigentlich beim Allrad schon Power Slide, ja, aber er weiß ja, was gemeint ist. Das war jetzt ein bisschen zu viel des Guten. Oh. Ja, sehr schön. Und ja, ich würde sagen, da fangen wir auch mal direkt an. Ja, zur Frage. Das letzte Mal habe ich ja schon gesagt, ich kriege sehr, sehr oft die Frage, Ray, kann ich mal mit dir spielen? Wollen wir mal gemeinsam spielen? Und tralalala. Da habe ich ja schon in der letzten Folge kurz drauf gesagt, die Antwort ist nein. Die Gründe, wie auch schon in der letzten Antwort gesagt, ist einfach, ich habe nicht die Zeit dafür und aber auch nicht die Lust. Ihr müsst es so vorstellen, wenn ich spiele, dann habe ich Bock auf ein Spiel. Und nur weil mich jetzt jemand fragt, ja, ist nicht böse gemeint, dann werde ich nicht sagen, okay, boah, jetzt habe ich aber Bock aufs Spiel, weil der mich fragt, auf die Art. Wie gesagt, wenn ihr mit mir spielen wollt, ja, dann, ja, schwierig. Am besten entweder in so einer Multiplayer-Ausgabe, ja, da braucht ihr aber Teamspeak, gutes Mikrofon und so weiter und so fort, das sind nochmal andere Bedingungen. Ansonsten empfehle ich, wie auch schon in der letzten Folge gesagt, empfehle ich euch einfach unser Teamspeak. Das sind andere Leute, mit denen ihr sicherlich mal spielen könnt. Da lernt ihr auch neue Leute aus der Community kennen und dadurch können ja, je nachdem, neue Kontakte entstehen. Und so ist es vielen auch ergangen, die Leute, die bei uns auf dem Teamspeak sind. Zum Beispiel Kai ist jetzt ein gutes Stichwort, der ist erst ja, einer der Neueren, der sich mit in die, sagen wir mal, in die Community integriert hat. Und ja, deswegen, und da kann man immer mal irgendwie online was zocken. Und wie gesagt, manchmal bin ich dann auch dabei. Ja? Also in dem her und wie gesagt, in den Multiplayer-Ausgaben dann sowieso. Also deswegen empfehle ich euch einfach mal, irgendwie Teamspeak euch zu besorgen und so weiter und so fort. Und dann einfach mal entsprechend den Gaming-Channel zu gehen im Teamspeak. Dann könnt ihr da auf jeden Fall ja, gut zocken. So viel dazu. Ja, gut, dann würden wir sagen, fangen wir mal an mit Tuning. Hey. Gucken wir mal, wie wir den Performanter kriegen. Ich baue jetzt erstmal wieder die ganzen Teile ein, die uns die Möglichkeit geben, Sachen einzustellen. Fangen wir mal mit dem entsprechenden Getriebe an. Bis hin ein Differential machen wir rein hier. Renndifferential, also Zwei-Wege-Differential.
Dann entsprechend machen wir Rennbremsen rein. Die entsprechenden Tieferlegung. Sieht auch gleich mal richtig böse aus, wenn er so tief liegt. Dann die Dubbies machen wir mit dazu. Und dann machen wir das ganze Auto, ja, machen wir mal ein bisschen leichter. Ja? Wir müssen es ja nicht gleich übertreiben. Genau, das ist schon mal so weit. Ich glaube, aerodynamisch können wir nur diese Vordersachen machen, die lassen wir auch weg. Wir können größere Umbauten machen, wir können einen anderen Motor einbauen, einmal den V10 oder einen V8, machen wir aber nicht. Antrieb können wir, auf Heckantrieb machen wir genauso nicht. Wir lassen das jetzt erstmal so. Genau, gehen wir mal zu den Reifen. Da könnten wir sich überlegen, ob wir vielleicht eine Sportreifenmischung machen. Ist ja eigentlich gar nicht schlecht. Und dann halt vielleicht, ja, statt 255er vielleicht 275er. Das ist mehr als sportlich bei dem Fahrzeug. Das muss man mal so sagen. 275er Schlappen, das ist sehr böse. Felgen würde ich lassen. Die sind nämlich, finde ich, sehr, sehr geil, die Audi-Felgen. Farbe werden wir da natürlich noch ändern. Und dann, ja, Motor. Gucken wir mal, wie viel PS haben wir denn aktuell? 231 kW, 380 Newtonmeter. Ja, wir könnten da schon ein bisschen mehr machen. Für die Leute, die es jetzt genau wissen wollen, rechne ich euch das jetzt nochmal ganz genau um. 231 kW sind 314 PS. Ich würde mal sagen, wir geben mal so 450 PS. Ich finde, das ist eine gute Sache. Da müssen wir auf 331 kW wandern. Dann würde ich mal sagen, dann fangen wir doch einfach da mal an. Machen wir vielleicht mal die Auspuffanlage und eigentlich da, wo wir waren, mit dem Luftfilter. Das sind so die ersten Schritte, die wir machen können. Dann Software. Müssen wir gerade mal gucken, wo haben sie denn die Software eigentlich mit drin? Ich glaube, die haben sie in der Kraftstoffanlage mit dabei. Genau, da haben sie das mit drin. Machen wir das auch noch. Da müssen wir aber trotzdem noch ein bisschen was machen. So, Nockenwelle will ich eigentlich nicht. Hubraum eigentlich auch nicht unbedingt. Am Turbo können wir noch ein bisschen was machen. Anderer Turbo, ein bisschen mehr Ladedruck. Und dann geht er auch ein bisschen mehr. Da sind wir schon bei 305 kW. Also da haben wir auch ordentlich jetzt mehr Leistung drin. Dann können wir noch den Ladeluftkühler entsprechend anpassen. Machen wir auch mal hier rein und entsprechend auch die Öl und die Kühlung. Da sind wir bei 321, da würden uns noch 10 kW fehlen. Dann gucken wir mal, vielleicht machen wir dann doch nochmal Nockenwelle ein bisschen. Und na, das ist zu viel, dann lassen wir es doch weg. Dann machen wir vielleicht mal noch die Zündung. Immer da, ja, das sind halt 11, da sind wir ein bisschen drüber. Ist ja egal, darf ja gerne nach oben streuen. Da sind wir bei 451 PS oder sowas. Das ist auf jeden Fall ein ordentlicher Wert. Und ja, soweit würde ich es dann eigentlich auch erstmal lassen. Wir müssen sowieso gleich eine Probefahrt machen. Mal jetzt trotzdem so nochmal mein gutes altes 0815 Tuning. Und Getriebe ist mir ein bisschen zu kurz, muss ich sagen. Kann man ein bisschen länger ziehen. Ja, 342 km/h, das ist ein guter Wert. Da machen wir auch ein bisschen mehr. So, ups. Da Stabi auf jeden Fall viel zu hart. Er darf sich schon ein bisschen bewegen, ein bisschen neigen, das Fahrzeug. Das regulieren wir dann sowieso mit den Dämpfern und den Federn aus. Wobei die mir auch ein bisschen zu hart sind, wenn ich ehrlich bin. Wir wollen ja kein Auto für die Rennstrecke, wir wollen sie ja auch für die Landstraße hier haben in Horizon. Habe ich ja schon oft genug gesagt, man tunt in Horizon doch ein Tickchen anders da, wie in Motorsport. Wenn wir hier einfach nicht auf einer Rennstrecke unterwegs sind, deswegen sind die Stabis hier ein bisschen auch anders da eingesetzt. Um Ding her passt, Aerodynamik kann man nicht, bremsen lassen wir auch, Differential. Gehe ich hier etwas nach unten und auch hier ein bisschen reduzieren wir das Ganze. Und ja, Verteilung haben wir jetzt eine 40-60. Ich würde gerne mal eine 50-50 machen, so richtig Quattro-mäßig. Wobei, warte mal, ich würde mal ganz gerne, ich mache mal kurz 50-50, ich muss mal kurz was gucken. Wie ist denn das von der Gewichtsverteilung her? 56% vorne. Ja, da dürften, ah doch, wir machen es mal mit 50-50. Ich würde es einfach mal ausprobieren. Gucken wir mal, auch designtechnisch, ob wir da gleich noch was Schönes finden. Wäre ja nicht schlecht. Neue Designs finden. Leider können wir in Horizon nicht nach sortieren, nach Designs sortieren. Das sieht schon geil aus. So quasi wie so ein Vorführwagen-Design. Ja. Oje, oje, oje. Ein Messi, alles klar.
Warum aber nicht? Gucken wir mal, was machen wir denn? Echte Welt. Gibt's da was Cooles? Ich will was schon was Schlichtes, aber auch nicht zu übertrieben. Gucken wir mal. Nochmal Police. Police, Police, Police. Police, Police, Police. Was schon böse aus, dieses grelle Gelb-Grün. Ja, bis jetzt gefällt mir da nichts so richtig, muss ich sagen. Alles sehr schlicht, also das kriege ich auch noch hin, dann können wir es im Notfall auch selber machen. Guck mal hier TT-Cup-Design. Ja, das ist nichts, wo jetzt hier ist. Schade, dass man nicht sortieren kann, das würde so helfen, dieser ganzen Geschichte. Ist ja was, wir machen einfach ein eigenes Design. Einfach eine schlichte, gute Farbe. Oder was ist schlichte Farbe? Eine coole Farbe. Andrazit ist schon mal gar nicht so schlecht. Ich würde ganz gern mal aber wieder mit meinen Metallflakes arbeiten. Und da können wir dann eigentlich schon einen echten Grauton anstreben. Und wir könnten hier auch ein. So vielleicht. Und dann hier schon ein sehr dunkles Grau angehen. Nicht vom Grün verwirren lassen, das ändern wir jetzt ab. Da gehen wir jetzt auch eher in so ein Blau rein. Wir gehen aber hier auch eher auf so ein ganz so krass. Dass so ganz in diesem Anthrazit, was ich hier erzeugen will, so ein leichter Blauschimmer mitkommt. Weil das jetzt eher grün wirkt, ne? Hier. Muss man ja mal ganz klar sagen. Also ich müsste jetzt hier schon die volle Farbe nehmen. So richtig dunkel ziehen. Vielleicht ein bisschen besser wirkt. So gar nicht schlecht. Nehmen wir mal. Da müsste ich aber die Grundfarbe dann nochmal ein bisschen ändern. Weil die gefällt mir jetzt gar nicht. Ist jetzt eigentlich eher ein Dunkelblau, was wir haben. Muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Dass wir die Farbe komplett rausnehmen. Und dann das hier so richtig dunkel ziehen. Ja, dann ist ein Schwarz mit einem Blaustich drin. Auch nicht das, was ich eigentlich will. Okay, dann lass mal den Blaustich mal komplett raus. Da muss man immer ein bisschen experimentieren. Nehmen wir mal das doch eher so vielleicht. So. Doch ein ganz annehmbares Anthrazit. Nehmen wir das mal so. Dann machen wir mal die Felgen noch. Da würde ich ganz gerne. Da haben wir doch bestimmt hier irgendeine matte Farbe. Matt, genau. Lackierfarbe. Und dann muss ich hier auch, will ich auch ein ganz, ganz dunkle, dunkle, dunkle Felgen haben. So richtig böses, dunkles Biest ist. So. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, da hat er schon was. So ein bisschen bösen, bösen Touch hat er. Weil ein bisschen dunkel, bisschen, die Lackierfarbe darf tatsächlich noch ein bisschen mehr noch ins Dunkel gehen, muss ich sagen. Das darf tatsächlich noch ein bisschen mehr ins Schwarze gehen. Richtig böse aussieht. Blake-Farbe. Bisschen. So. Machen wir es mal so. Also schon böses schwarzes Biest mit einem ganz besonderen Lack. Muss mal genau hingucken, aber ja, mir gefällt es. Ich hoffe, es kommt auf YouTube von den Farben auch ganz gut rüber. Aber ja, es soll nicht nur gut aussehen, er soll auch gut fahren. Und im besten Fall auch noch, wenn ich die Handbremse ziehe, auch ein bisschen quer fahren können. So quasi Driftknopf, ja, wie man es im Ford Focus RS im Neuen kennt. Wenn wir das hier auch im Audi haben können, das wäre ja supi, ja. Der Driftknopf ist in dem Fall einfach die Handbremse, ja. So wie man es einfach kennt und gelernt hat. So, dann fahren wir mal hier raus. Gucken wir uns das Teil hier auch nochmal in der Abendsonne an oder in der Morgensonne. Oh, der klingt cool, habt ihr gehört? Schön böse aus, gefällt mir gut hier. Was mir halt wahnsinnig gut gefällt bei den neuen Audis, ist dieses Virtual Cockpit, wie man das ja nennt. Wir verzichten ja hier an der Mitte auf die entsprechende Anzeige. Dafür hat man alles jetzt hier direkt da vorne drin. Das finde ich super geil, muss ich sagen.
feiere ich schon bei neuen Audi-Modellen, nach der neue R8 hat es. Aber der TT war, soweit ich weiß, der erste, der das hatte. So, jetzt fahren wir erstmal ein bisschen hier Beschleunigung. Gucken wir mal, ob das Tuning was gebracht hat. Ich würde sagen, der geht schon ganz gut nach vorne. Gucken wir mal, ob er die 350 da knapp, die es da theoretisch sagt, auch wirklich drauf kriegt. Ein bisschen bergab geht's ja. Also wenn er es hier nicht schafft, dann schafft er es nirgendwo. So, mit 300 in sechsten Gang schalten. Und der sechste ist hier, weiß Gott nicht, der Spritfahrgang. Ja? Da kann man schon mal machen. So, dann machen wir noch ein bisschen Actionmusik dazu vielleicht. Machen wir mal hier, Machen wir das, passt schon. Ja, die 350 kriegt er nicht ganz drauf, also er quält sich da schon. Aber gut, ein TT ist jetzt eigentlich auch nicht für oben rum gebaut, ne? Muss man ja mal sagen. Und wir wollen ja auch ein Auto, was ein bisschen performant ist. Das heißt, er soll ja ein bisschen auch um die Kurven gehen. Bremsen funktioniert schon mal sehr gut. Oh, da merkt man richtig, wie der Turbo braucht, ne? Guck mal, achtet mal drauf. Ich fahre das beschleunigt das jetzt einmal mal im dritten Gang. Müsst ihr mal drauf achten. Bei so 5000 kommt er erst. Gut, jetzt ging es bergauf, das ist ein bisschen blöd. Machen wir selber einfach mal bergab. Wenn das untenrum nichts geht, ist klar beim Benziner, aber. Ups, toll, jetzt bin ich aufs Grün gekommen, aber trotzdem so ab 5,5 kommt erst so die Power. Gucken wir mal die Telemetrie an, wenn ich sie reinkrieg. Moment. Gucken wir voll wenig rein. Und zwar, guck mal links, Leistung. Da sehen wir immer die aktuelle Leistung, die anliegt. Auch der Ladedruck, der jetzt natürlich nicht vorhanden ist. Aber da müsst ihr mal gucken. Wir haben links, seht ihr auch die, also das U/Min, das ist die Umdrehung, die wir haben. Da dürften wir ja, wenn ich jetzt hier in den Leerlauf, gut, Leerlauf haben wir nicht, aber ich kann ja mal trotzdem mal bremsen. Sehen wir so, 7,2 ist so, 7,3 kriegen wir hin, das ist so das Maximale. Und jetzt müsst ihr mal drauf achten, ab wann die Leistung tatsächlich anliegt. Da müsst, man kann da auch mal, vielleicht den Test einfach gleich nochmal machen. Ich fahre jetzt einfach auch mal auf die Autobahn drauf, bisschen unorthodox, aber wir haben ja immer einen Quattro, da dürfen wir auch mal so auf die Autobahn, unsere eigene Autobahnauffahrt machen. So, drehen wir hier nochmal kurz. So, gucken wir mal, gehen wir nochmal dritten Gang hier, wie gerade eben auch schon. So, hier liegt jetzt Drehmoment eigentlich schon ganz gut an von unten raus, ne? Also Drehmoment ist interessant. Also nochmal hier, guckt mal hin. Ich gehe jetzt mal hier. Also 800. So, Drehmoment liegt tatsächlich schon sehr früh an hier bei dem Fahrzeug. Das fällt sogar konstant ab. Nur die Leistung nimmt oder reicht ihre Spitze bei ungefähr 5000, würde ich sagen. So, ist 332, bis 6,5 sogar erreicht sie die Spitze und dann fällt sie wieder bis 7,3. Also ja, ganz normaler Turbomotor eigentlich irgendwo. Nur eben, das Drehmoment liegt sehr, sehr früh schon an. Das ist auf jeden Fall sehr guter Motor, muss man sagen. Kann man auf jeden Fall mal so stehen lassen. So, aber ja, wir wollen ja nicht nur Autobahn fahren. Es geht ja darum, ein bisschen auch Kurven räubern zu können. Und deswegen, das machen wir jetzt einfach mal. Da gehen wir einfach da zurück, wo wir hergekommen sind. Weil da sind ein paar coole Kurven. Aber sonst liegt er sehr stabil hier schon mal. Fällt mir. Bremsen wir mal an hier. Ja, es ist ein sehr unspektakuläres Fahrzeug. Liegt sehr ruhig auf dem Asphalt. Also der Driftpunkt kann man jetzt hier aktuell nicht sehen. Also der beschleunigt super smoothie raus. Bremst eigentlich ganz gut ab. Kann sehr früh stempeln. Es ist eher ein unspektakuläres Auto, finde ich. So wie es jetzt aufgebaut ist. Schon effizient, schnell, performance-technisch. Aber das ist jetzt kein Auto, so wie es ist, was sich jetzt irgendwie total hardcore fordert oder sowas. Aber das ist ja eigentlich auch Sinn und Zweck eines Performance-Fahrzeugs, dass es einfach auch
funktioniert, schnelle Kurvenspeed hat und ist entsprechend dann auch aber trotzdem nach vorne zirkuliert. Das müssen wir da ein bisschen ausweichen. Klappt schon eigentlich ganz gut. Ja, da gucken wir mal, ob er auch driften kann, oder? Das war ein bisschen blöd, hier einen Drift einzuleiten. Aber hier vielleicht. Ups, das war nix. Kriegen wir aber noch hin. Erst mal gerade gucken hier. Ja, muss er mit Handbremse nachhelfen, dann geht er schon ganz gut. Aber er ist halt sofort wieder stabil. Also ist jetzt nicht das perfekte Driftauto, aber man kann quer fahren und vor allem durch den oder dank dem Allrad fängt man den Drift auch sofort wieder ab. Sehr, sehr cool. So, und gucken wir mal, ob wir ein cooles Action-Foto machen können. Vielleicht können wir das ja sogar aufs Thumbnail klatschen. So. Böse aussehen tut er auf jeden Fall. Die Felgen sind echt nice, die Serienfelgen. Deswegen wollte ich da jetzt auch gar nicht andere drauf machen. Vielleicht doch von hier. Mal gucken. Ein cooles Foto hin. Starfotograf bin ich halt nicht. Werde ich wahrscheinlich in diesem Vorsatzteil auch nicht mehr werden. So. Können wir aber eigentlich lassen, oder? Gefällt mir. Irgendwie erinnert mich das Fahrzeug so ein bisschen an den RS7, den wir hatten. Da hatten wir auch so ein schwarzes Biest gemacht. Aber das war auch ein cooles Fahrzeug, muss man ja sagen. So, ich würde sagen, ich nehme es jetzt einmal als Foto. Mal gucken, ob es aufs Thumbnail landet. Ich denke mal schon, weil ich kein neues mehr mache. Wir warten jetzt einfach mal ein bisschen, aber sonst passt. Ja, also wie gesagt, der Driftpunkt ist nicht so, aber dafür fährt sich das super angenehm. Ich gebe auch das Tuning einfach mal direkt frei, dass ihr das auch selber auschecken könnt, wenn ihr es denn möchtet. Einstellungen speichern, dann machen wir mal, guck mal, ich hatte schon mal hier ein Tuning gemacht. Ah, Serie, okay, dann machen wir hier mal, nennen wir das TWIF. TWIF. Und dann, wenn es dann will, ja, lass dir nur Zeit. Machen wir das mal. Dann machen wir hier mal, ja, Bodenhaftung passt schon ganz gut durchschnittlich. Und teilen. Und dann fahren wir noch mal ein bisschen hier durch die Welt von Horizon. Machen wir ein bisschen in der Cockpitsicht. Machen wir auch gleich mal vielleicht rechts die Bergstrecke da vorne. Der lässt mich rein. Ja, liegt schon echt sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ist halt echt unspektakulär. Sieht böse aus, fährt sich sehr unspektakulär, aber es macht das, was es soll. Und das finde ich auch geil. Muss ja nicht immer ein Prügel sein, wo man denkt, boah, jetzt das Ende Gelände. So, wenn der überholt, kann ich auch überholen. Zack. Wunderbar. So, was auch noch Frage ist, das habe ich das letzte Mal jetzt nicht gesagt, aber ich werde immer mal, wenn mir so Fragen auffallen, das immer einfach mal so ein bisschen loswerden. Und zwar kommt immer sehr, sehr oft die Frage, nicht nur hier in Horizon, sondern auch in Forza Motorsport oder auch in Need for Speed. Ray, warum hast du so viel Geld? Ja, in den ganzen Spielen kommt immer, wie, was machst du? Gibt es da einen speziellen Trick dafür oder machst du irgendwie was Besonderes? Also zum einen mal, nee, mache ich nicht. Ich spiele auch nebenher eigentlich gar nicht. Ich spiele eigentlich immer das, was ihr seht. Also wenn ich Multiplayer spiele, ne, das sind dann die Multiplayer-Aufnahmen. Wenn ich alleine spiele, dann ist das, was ihr meistens im Let's Play seht. Also auf jeden Fall hier in Horizon oder auch in Forza Motorsport. Was halt natürlich ein großer Punkt ist, dadurch, dass man halt spielt, kriegt man ja auch immer ein bisschen Geld rein. Der weitere Punkt ist einfach der, ich meine, jetzt hier habe ich nicht so viel Geld, es sind nur 13,8 Millionen, also für Forza-Verhältnisse ist es nicht so viel, aber dafür habe ich ja alle Autos in der Garage und mehr doppelt als dreifach. Aber was ich auf jeden Fall immer empfehlen kann, ist, dass ich hier Forza habe, beziehungsweise, wenn man es über den Internetlink aufruft, Forza Reward, ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und zwar gibt es alle 5 Tage oder alle 7 Tage, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine alle 5 Tage, gibt es Geld geschenkt in allen aktuellen Forza-Titeln. Sei es Forza Motorsport 6, sei es Horizon 2, Forza Motorsport 5 kriegt, glaube ich, auch noch weiterhin gut Geld. Also da kann man tatsächlich ein bisschen was einholen. Ich kann jetzt da drauf gehen, genau.
Und da kann man gucken. Und da sieht man, ich habe insgesamt bis jetzt allein durch dieses Forza Hub bzw. Forza Reward System in allen Spielen zusammengerechnet schon 133,96 Millionen Credits verdient. Also hier, also wenn man mal guckt, in Forza Motorsport 6 sind es jetzt 19 Millionen, in Horizon 43,2. In Motorsport sind es sogar 60 Millionen gewesen. Hier habe ich nichts gewonnen, aber hier 5,4 Millionen. Da habe ich es noch nicht so aktiv betrieben. Ja, und es ist abhängig, aber wie viel ihr bekommt von eurem Level her. Da können wir auch mal kurz gehen auf meinen Forza. Ich bin jetzt Rang 9, das ist der aktuell noch höchste Rang. Da können wir auch mal eigentlich da drauf gehen. Da müsste man eigentlich eine Übersicht sehen. Genau, da sieht man, wie viele Punkte man da überall gesammelt hat. Bei Apex habe ich es noch nicht groß gespielt. Läuft auf meinem Rechner ja nicht so rund. Bei Forza Motorsport fehlt mir noch ein bisschen. Aber genau, da kann man ja Punkte sammeln und in den ganzen Spielen, die es hier gibt, hier Forza 4, Forza 3, Forza 2. Forza 2 habe ich leider damals einen anderen Account gehabt und ich habe Forza 2 leider nicht mehr. Deswegen fehlen mir hier die Punkte. Aber hier habe ich fast überall voll. Motorsport 3 fehlt mir ein bisschen. Aber 4 habe ich voll, Horizon habe ich voll. Also ich bin hier halt, habe schon relativ gut Punkte gesammelt. Wie gesagt, es ist so gespielte Tage 1000, wenn man alles zusammenrechnet. Schon krass, ne? Das ist einfach mal 3 Jahre. ja, und zwar, wie gesagt, 14.500 ist jetzt, ich bin Stufe 9 und 9 ist aktuell das Höchste. Momentan wird man halt bekommen, in den aktuellen Titeln würde ich jetzt alle 5 Tage oder 7 Tage, wie gesagt, korrigiert mich, ich weiß es selber gerade nicht so genau, muss man sich das manuell abholen und dann bekommt man immer 500.000 Credits. Und das summiert sich halt, dann hat man im Monat, hat man halt locker flocker mal 2 Millionen Credits. Deswegen kann ich auch jedem nur empfehlen, das wirklich zu nutzen, gerade auch die Leute, die ja schon die älteren Forza-Teile mitgenutzt haben. Ja, hier kriegt man auf jeden Fall immer gut ein bisschen Credits mit rein. Und ansonsten spielen. Einfach spielen, Leute. Das bringt am meisten Geld. Und ja, mehr ist es nicht. Also, ist kein Geheimnis. Ich farm auch kein Geld oder irgendwas. Mache ich nicht. Die einzige Ausnahme ist tatsächlich ein bisschen Need for Speed. Da spiele ich diese Online-Speedlists. Dadurch kriegt man halt mega gut Geld. Ja, und das war es eigentlich dann auch schon. Mehr ist es tatsächlich nicht. Hui, das war knapp. So, machen wir mal den Ferrari hier stehen. Oh, komm, wir machen mal hier ein... Ups. Duell gegen den Beetle. Komm, komm mal vor mich hier. Hopp. 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 Ey, ich fahr schon langsam. Kommt ja der Ferrari schon wieder her. So, jetzt aber. Nein, ich möchte den Beetle haben. Jetzt gibt er Gas, auf einmal. Jetzt merkt er, was ich vorhabe. Oh, guck mal, der zieht auch richtig gut weg da vorne. Das lasse ich mir nicht bieten. Jetzt aber. Oh, da hat ganz schön... Oh, 938 hat der. Da werden wir aber, glaube ich, aufs Maul kriegen. Weil so viel haben wir nicht. Aber jetzt gucken wir mal. Ja, wenn ich mich verschalte, sowieso nicht. Ah, bleibt Verkehr hängen. Tja, das gehört auch dazu. Ein gutes Navigationssystem zu haben, was ich hier einfach mal direkt vor meiner Schnauze habe, was leider abgeschaltet ist, aber sehr geil. Ja? Theoretisch hätte ich es hier im Audi TT oder ist auch dunkel lackiert. Nein! Das war nicht so gut. Bremsassistent ist leider aus gewesen. Egal, wir schaffen es trotzdem vorher. Ja, einfach mal zerstören, haben wir den. Ganz böse. Blablabla, ja. Genau, und ich mache ab und zu diese komischen Duelle. Da kriegt man auch ein bisschen Credits. Nee, das ist es nicht. Tja, das war auch nicht gut. Ja, ansonsten, ja, wie gesagt, ich werde in den nächsten Folgen einfach immer, wenn es mal irgendwas gibt, werde ich drauf eingehen. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, ja, die ich auch mal in der Folge beantworten soll, ich habe es schon mal gesagt, schreibt einfach, Hashtag Frage zu euch ins Kommentar. Also das Hashtag, diese Raute, ne, die ihr bei eurer Tastatur neben der Ä-Taste rechts daneben findet. Also Hashtags, ich glaube mittlerweile weiß jeder, was ein Hashtag ist. Schreibt mir mal ein Hashtag und dann auf Deutsch Frage dazu. Dann werde ich die Frage, die ihr dann hoffentlich auch in dem Kommentar stellt, nicht in den Kommentaren beantworten, sondern einfach mal in einer der nächsten Folgen. Also wenn ihr das wollt, habe ich auch schon mal ein paar Mal gemacht. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schießt einfach drauf los. Ansonsten werde ich einfach in den nächsten Folgen immer, wenn es mal
irgendwas gibt, wo ich sage, hey, guck mal, das fragen so viele Leute immer, dann kann ich das doch einfach auch mal in so einer Folge reinpacken und da mal ein bisschen was machen. Mir wurde auch vorgeschlagen, dass ich mal ein FAQ-Video machen soll, also ein Frage- und Antwort-Video. Werde ich vielleicht auch mal machen, dass wirklich ganz, ganz viele Fragen sind, die sich da so sammeln, dass ich da einfach mal so allgemein sagen kann, so Leute, passt mal auf, das ist die Sache. Ja? So viel dazu. Ansonsten bleibt nur zu sagen, Autos könnt ihr aktuell nicht wünschen. Ja, ich muss es mal wiederholen, also braucht ihr eigentlich nichts in die Kommentare schreiben. Ich weiß, es werden wieder viele tun. Ja, ist nicht böse oder ist nicht schlimm, nur ja, bringt halt nichts. Ja, es bringt euch leider nichts. Ja, wie gesagt, TWIF, also das Wunschformular der dritten Generation, ist in Arbeit. Ich hoffe, ich krieg's bis nächste Woche hin, also bis zur nächsten Folge. Ansonsten bis spätestens übernächste Folge sollte es eigentlich fertig sein. Und dann werde ich da ein bisschen was dazu sagen, wie man an der Beta teilnehmen kann und so weiter und so fort. Und ansonsten, ja, werden wir uns auf jeden Fall die nächsten Wochen, bis dann Forza Horizon 3, dann hoffentlich jetzt die nächsten Tage auf der E3 angekündigt wird, mit Horizon 2, noch ein bisschen Spaß haben, noch die Autos, die gewünscht wurden, ein paar noch dran bringen. Und ja, ich lasse mich da gerne überraschen, was ihr da euch noch so gewünscht habt. Und ich hoffe, ihr hattet da auch euren Spaß. Ansonsten bin ich jetzt raus mit der heutigen Folge. War mal ein bisschen chilligere Folge wieder. Aber ich denke mal, wir werden noch genug Action-Folgen haben demnächst. Von dem her passt das ja. Ansonsten, ja, Wünsche, Kritik, Anregungen. Also Wünsche meine ich damit nicht Autowünsche, sondern sagt man halt so, ne? gerne in die Kommentare, wie gesagt. Und ja, sonst bin ich raus. Vielen Dank fürs Einschalten. Man sieht und hört sich in der nächsten Folge wieder von Forza Horizon 2. So würde ich mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Ich bin raus. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Ray.